Hallo zusammen, ich möchte gerne eine neue Reihe starten. Und zwar, wie ich bestimmte taktische Situationen auflöse und was ich mir dabei gedacht habe. Es kann sein, dass ich dem einen oder anderen damit vielleicht eine Hilfestellung sein kann, weil ich in letzter Zeit öfters gelesen habe, dass es echt Probleme bei manchen gibt, wie sie irgendwelche Situationen lösen oder dass sie die ganze Zeit sterben. Das heißt jetzt nicht, dass es hier Nonplusultra ist, dass ich hier der oberkrasse Mega-Babo-Spieler bin, sondern das heißt, überlegt euch, Tarkov ist was anderes, es ist kein Call of Duty. Ihr müsst ein bisschen anders denken, ihr müsst ein bisschen anders euch bewegen, ihr müsst ein bisschen anders spielen. Und das ist jetzt nur ein Lösungsweg, das ist jetzt mein Lösungsweg. Es gibt Leute, die spielen anders und kommen auch anders zum Ziel. Aber das ist halt Tarkov und das ist so geil an diesem Spiel. Also fangen wir gleich an. So, Interchange. Ich schaue in der Toilette, ob Strom an ist. Ich kann dann einfach die Toilette hochklappen und schauen, ob ich die Karte durchziehen kann. Wenn der Strom an ist, dann weiß ich, dass schon jemand hinten am Kraftwerk war. Den schaue ich nach den Extracts und beim Extract sehe ich, dass jemand den schon benutzt hat. Das heißt, da ist jemand im Kraftwerk gewesen, hat einfach Strom angemacht und ist abgehauen. Aber hier geht es ja um die Firefights. Also, und los geht's. Schauen wir uns erstmal die Situation im Ganzen an und danach möchte ich sie euch einzeln analysieren. Ich gehe hier von einem einzelnen Gegner aus. Da er semi-automatisch schießt, gehe ich davon aus, dass er auch einen Scope hat. Deswegen diese kleinen Rechts-Links-Bewegungen, denn das Problem bei den Scopes bei Tarkov ist, dass die Mouse-Sense verändern. Das heißt, wenn du reinzoomst, kann es sein, dass du eine langsame Mouse-Sense hast und er kann nicht so schnell nachziehen. Es bedeutet für mich die größere Chance, die Schüsse zu überleben. Wenn ihr jetzt hier stehen bleibt wie das Reh im Scheinwerferlicht, dann seid ihr hundertprozentig tot. Während ich mir dann Propital initiiere, das euch wieder heilt über einen bestimmten Zeitraum, sehe ich, dass er nicht alleine ist. Zwei schlechte Feuersalven später werfe ich eine Granate, um ihn abzulenken, so weit abzulenken, dass er versucht wegzudrehen oder wegzulaufen. Er hört mich dann wegrennen und wird wahrscheinlich seinem Teammate über TS oder was auch immer sie haben, gesagt haben, dass ich wegrenne, weil es das Letzte ist, was er von mir sieht, während er sich wegdreht wegen der Granate. Die folgenden Granaten sind dann dazu da, um abzulenken und die Flash war einfach falsch einsortiert, die habe ich leider zu spät geschmissen. Ich höre Schritte hinter mir und gehe davon aus, dass der erste Spieler den Call von seinem Mate so interpretiert hat, dass ich wirklich weglaufe, weil er kommt auf mich zu von hinten. Die erste Intuition des Abcampens und Warten, bis er in dich reinläuft, ist falsch in Tarkov. Da die Treffer clientseitig berechnet werden, wird immer der Rusher gewinnen. Es kommt stark auf den Ping an, aber bei einem hohen Ping gewinnt immer der Rusher, weil er dich bei sich schon vorher getötet hat, bevor du zurückgeschossen hast. Da der andere immer noch verängstigt an dem gleichen Eck sitzt, kannst du davon ausgehen, dass es ein Anfänger ist. Ich muss zugeben, es war ein wirklich lucky Schuss, dass ich ihn da direkt in den Kopf getroffen habe. Aber ich glaube nicht, dass eine große Gefahr von ihm ausgegangen ist.
jetzt erstmal in guter Deckung heilen und dann geht's ans Looten, aber wirklich in Deckung looten und vielleicht lernt man, wie man schnell lootet, denn bei mir selber ist es so, dass 80% aller Tode irgendwie damit was zu tun haben, dass ich gerade am Looten bin oder zu langsam am Looten bin oder dass ich einfach versucht habe, zu schnell zu looten, dass ich nicht vorher die Umgebung richtig abgecheckt habe. Deswegen laufe ich auch beim anderen Spieler den ganzen Kreis ab und gucke, wo einer sein könnte. Dadurch, dass wir dann vorher gecheckt haben, ob der Strom da ist, können wir jetzt wieder in die Toilette gehen, dort die Karte durchziehen und könnten dann den Exit unten in der Tiefgarage benutzen. Auf dem Weg runter zur Tiefgarage können wir auch gleich noch den Kieber mitnehmen. Wie gesagt, Vorsicht ist geboten, weil das ist die High-Loot-Zone. Außerdem könnte immer noch Killer da unten rumrennen. Am Ende stellt sich raus, dass es doch ein Dreierteam war, denn den mit der Semi-Auto-Waffe am Anfang, den habe ich wohl mit einem Headshot erwischt. Und leider habe ich ihn nicht gelootet, da ich dann wirklich nicht nachgeschaut hatte, weil ich dachte, das wären wirklich nur zwei gewesen. Falls es euch gefallen hat oder euch weitergebracht hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen da, vielleicht auch ein Abo. Vielleicht wollt ihr auch mein anderes Video anschauen, wo ich einen 5er-Squad hinten beim Techlight zerlege. Ich würde mir dann auch vielleicht nochmal da die Arbeit machen, euch das zu zerstückeln taktisch, aber nur, wenn es da auch ein paar Daumen gibt, sonst ist das viel zu viel Arbeit für solche Sachen. Vielen Dank fürs Schauen und falls ihr irgendwelche Fragen habt, einfach rein in die Comments. Ich wünsche euch viel Spaß in EFT und guten Loot.